Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem 2-Stern-Challenge-Hof-Projekt. Das war völlig wirr. Egal, herzlich willkommen mit dem Mikado Let's Play. Was habe ich denn heute für Sprachfehler, Alter? Ja, Mikado Plays XD und der Tiger Farm. Dem Tiger Farm. Ja, das wollte ich auch gerade nur sagen. Das hört sich viel besser an, wenn du dem sagst. Okay. Gut, Lohnunternehmen heute bei Mikado. Ich muss mal hier gerade Lohnunternehmerstatus aufheben und wir müssen noch Geld überweisen, hatten sie gesagt, gell? Ja, das wären 1100. Überwiesen. Vielen Dank für Ihre Hilfe und bis später. Bis später. So. Wir werden uns jetzt hier einen Tiefenblocker gönnen. Und zwar den hier, den 4 Meter. Den kaufen wir uns. So. Das Lohnunternehmen hat letzte Folge angefangen bei uns in der Tiefe zu lockern. auf Feld 7. Ich hoffe mal, dass wir das heute voll hinkriegen. Dass man das. Ups. Nein! Dass wir das fertig schaffen. Das wäre optimal. Was mir gerade einfällt, ist, das ist ein bisschen ungeschickt, weil wir müssen eigentlich oben auch den Drescher noch abtanken. Das heißt, wir haben im Moment ein Fahrzeug zu wenig. Da werden wir uns vielleicht gleich noch irgendeinen Vehikel gönnen. Und dann werden wir hier den zweiten Helfer mal aktivieren. Das wäre das erste Mal, dass wir hier zwei Helfer aktiv haben. Aber ich denke, das macht heute durchaus Sinn. So, hier war das Lohnunternehmen schon. Helfer. Na gut, dann gucken wir nach einem Traktor. Vielleicht irgendwas Schnelles. Der Fendt. Nehmen wir den Fendt. PS braucht er nichts. Der braucht nur die minimale. Wir müssen aktiv bleiben, wir müssen Gas geben, damit hier es bei uns vorwärts geht. Wir müssen richtig rangasen und es darf nichts stillstehen. Ah, okay. So. Eventuell denken jetzt alle, oh, der hier, der... War ohne LP, hat sich einen neuen Traktor gegönnt. Nee, ist nicht so. Nur gemietet, aber... Psst. Muss man ja nicht verraten, gell? So. Damit können wir locker oben das Getreide abfahren. Soja war, glaube ich, gar nicht so gut im Preis im Moment. Wir müssen halt, Stillstand darf es nicht geben. Wir müssen eigentlich immer gucken, dass Minimum zwei Helfer beschäftigt sind. Wenn nicht eigentlich sogar, wenn das Lohnunternehmen da ist, müssen eigentlich beide Helfer beschäftigt sein und das LU. Und natürlich ich selbst auch noch. Das wäre optimaler Stand, aber dazu fehlen uns etwas noch die Fahrzeuge. Vielleicht können wir da was dran ändern, sobald wir das Soja verkauft haben. So, steht der Drescher schon wieder? Ja. So, der Fendt 511 ist durchaus ausreichend hier für diese Arbeit.
läuft, das läuft bei uns. Also ich muss aber sagen, nur 700 fürs hier Tiefenlockern ist schon ein heftiger Preis. Aber egal, wir kommen trotzdem voran. Wir werden nämlich als nächstes auf diesem Feld dann Gras anpflanzen. Wir werden da wirklich Gras anpflanzen. Und dann wird das Gras uns Geld bringen. Oh, erntereif. Das ist nämlich das nächste. Das wollte ich jetzt auch dann machen. Also da wird es nochmal ein bisschen mal ein bisschen Gras. So, was wir auch noch haben, ist, wir hatten noch Weizen. Und Weizen ist bei 800, aber der Preis steigt auch. Wir könnten auch das Weizen verkaufen. Das ist bei AgriLB, das ist sogar gar nicht mal so weit weg. Und das Soja. Soja ist auch AgriLB, aber das sinkt schon wieder. Also Soja kann locker über 2000 gehen, deshalb werden wir da noch nichts verkaufen. Wir werden jetzt erstmal das Weizen los, denke ich. Ich hoffe mal, dass der Preis halt nicht über 800 steigt, oder? Ne, wir holen uns wirklich noch mehr Geld. Ja. So, das ist eine gute Idee. Und mit dem weiteren Geld, da kriegt man, na, ungefähr 35.000 kriegt man eventuell am Endeffekt. Damit könnte man eventuell schon was anfangen. So, wenn der Helfer vorne fertig ist mit Krubbern, dann darf der gleich mal anpflanzen. Wir könnten auch gucken, ob wir uns noch irgendwas kaufen. Feldtechnisch. Weg mit dem Weizen. Aber ist halt die Frage, was können wir uns denn für das Geld, was wir haben, noch leisten? 113. 90.000. Die Feld 10. 77.000. Feld 8 hätte ich gern, kostet 100.000. Ja, um die 35.000. Mehr kriegen wir wirklich nicht raus. Aber ich denke, wir werden eventuell in der nächsten Folge dann unsere Wolle verkaufen. Ja, da hätte ich so ein bisschen Lust drauf. Das könnten wir gut machen. Wir haben zwei Paletten. Eventuell ist die dritte Palette nächste Morgen auch schon fertig. Also in der morgigen Folge. Wäre optimal. Vor allem, ich weiß gar nicht, wie viel in so einer Wollpalette wirklich drin ist. Wenn ihr das wisst, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich horte nur die Wolle, aber ich weiß nicht, wie viel da reingepasst. Start. Drescher halb voll, das ist gut. Dann schaffen wir auf jeden Fall die Ladung hier noch wegzufahren. Könnten auch überlegen, ob wir uns ein Holzfeld kaufen.
ein Waldstückchen kaufen. Ups. Ich wollte nicht hupen, ich wollte die Minimap anmachen. Ja, es ist halt immer eine ruhige Folge, wenn wir wenn wir kein Lohnunternehmen da haben. So, der ist gleich fertig. Supi. Oh, Moment. Noch nicht ganz leer. Gut, 40.000 haben wir. Und jetzt bin ich natürlich am Überlegen, ob wir uns dafür nochmal Schafe kaufen. Wir brauchen 80 Schafe, aber die können wir... Das erste Ziel können wir wirklich schon übelst schnell erreichen. Und mit diesem Ziel können wir die anderen spielend erreichen. Ist mein Gedanke. Weiß natürlich nicht, ob das stimmt. Aus der Logik raus, ey, wir kaufen uns was, wo Ertrag bringt. Und von dem her müsste das eigentlich so sein. Ja, und Drescher fährt noch, das ist schon mal gut. Ups, halt, hier muss man abbiegen. Das meine ich hier auch. Klopf, klopf. Hallo. Wie lange geht's denn noch? 8. Okay. 7 Stunden. Okay. Jo. Bis gleich. Jo, ciao. So, unser Helfer hat die Arbeit erledigt. Dann wird mal hier, warte mal. Dann werde ich den doch mal schnell hier ansetzen. Aber ich finde es ja interessant, dass hier Mikado das Lohnunternehmen vorbeischickt, um hier nachzufragen. So, und hier kommt nämlich jetzt was ganz Besonderes drauf. Hier werden wir Gras anpflanzen und das wird unsere Grasparzelle. Da wird nur Gras gemacht und Ballen gepresst. Mehr nicht. So, komm. So, ich hoffe mal, dass der Helfer hier zurechtkommt. Und ich hoffe, dass ich den Drescher da noch erreiche. Komm, gib Gummi, Fend. Wäre doof, wenn der wieder umdreht. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Schaffen. Hallo, bleib stehen. Bleib stehen. Alter, was macht der? Helfer boykottiert jetzt mich, oder wie? So. Das wird nämlich unsere Wunderwaffe hier. Wir werden auf diesem Feld nur Gras anpflanzen. Und dann läuft die Sache.
nee, falsch. Ja. Also ich muss sagen, dieses Mal. Oh oh. Keine Kollision, bitte. Dieses Mal haben wir richtig was zu tun. Hatten wir, glaube ich, noch nie. So, dann laufen wir mal schnell rüber zu den Schafen. Wir werden mindestens für 30.000 nochmal Schafe holen. 10.000 sollten wir auf der hohen Kante lassen. Aber wir haben hier auch gleich drei Paletten voll mit Wolle. So, wir gucken einfach mal, für 30.000. ist okay. 60 Schafe haben wir. Oi, oi, oi. Herr Mikado, ziehen Sie sich warm an. Hier stellen wir mal. Machen wir es selber. Ich meine, es ist halt wirklich so. Wir müssen bei den Schafen nichts ausgeben. Ja. Wir haben ein bisschen Wasser. Wasser ist kostenlos. Wir haben ein bisschen Gras. Kostet uns auch nichts, außer ein bisschen Arbeit. Aber es ist halt kein Problem. Ich würde hier gerne mal ein Foto machen, aber irgendwie hat der Helfer keine Lust. Ist da jetzt... Moment. Wir machen einfach Folge. Wir können den Helfer auch mal kurz einfach stehen lassen. Also nee, wir wollten ohne Helfer fahren, wir wollten selber fahren, gell? So, 2 Minütchen haben wir noch. Nach dem Wollpreis wollte ich auch noch gucken. Wolle ist 1700? Ist aber ein bisschen sehr wenig, oder? Ich hätte jetzt gesagt, das ist unterirdisch. Nee, da wird man die Wolle noch nicht verkaufen. Auf keinen Fall. Da bekommt das Lohnunternehmen seine Wolle. Das dürfen die gerne mal abholen gleich dann. Aber unsere Wolle bleibt noch bestehen. Bleibt noch stehen. So. So, dann würde ich mal sagen, hier Pauschen. Klopf, klopf. Hallo. Hallöchen. So, wir sind auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Ja, das ging so schnell, Alter. Ich habe eigentlich gar nichts geschafft. Also ich zumindest, ja. Wir reden ja jetzt hier nicht von meinem LU. Tja. Das, das heißt meine. Das LU ist ja zum Arbeiten da, ja. Nee. Ja.
Jo, aber ich würde sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, wenn es euch gefallen hat. Lasst gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Am besten alles. Schreibt mir gerne mal die Preise unten in die Liste. In die Kommentare. Also das Maximale. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Ciao. Ciao. Tschüss.